Guten Morgen, wir sind in Oberramstorf, denn heute bekommt ja Jelly ihre feste Zahnspange. Und da der Termin so früh ist, konnten wir das nur so machen, dass die nicht rüberlaufen. Die Selin in die Schule kommt, aber die sind bei mir. So, komm her, Selin. Und die Kleinen, wir bringen jetzt den halben Teig mit mir. Später kommt die Patrizia, denn sie muss nach Frankfurt. Okay. Lauf, Schatz. So. Zwei bis drei Jahre. Tja, letzten Stunden dann, ne? Dann geht's los. Dafür kriegst du dann gerade schöne Zähne, mein Schatz. Ja. Ja, das ist gut. Super. Genau. Und wie fühlt sich das an? Sieht aber jetzt nicht schlecht aus, sieht schon gut aus, muss ich sagen. Cool. Ich weiß es nicht. Jetzt sind deine Zähne hinter Gittern. Wow, zeig mal. Ah. Oh wow. Boah, sieht echt unglaublich aus. Hey, 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 das sieht ja unglaublich aus. Ja. So, Kinder, komm. Nicht fallen lassen, Gianni. Zeig mal, wie das aussieht. Hey, Gianni. Hübsch. Ganz hübsch bist du. Oh. Achille, Schatzi, zeig mal. Hey, hey, hey. Viel Spaß damit. Und wie war's? Gianni, warte bitte. Wir sind jetzt fertig. Es hat echt lange gedauert. Aber wenn es gut werden soll, dann dauert es halt. Happy Birthday.
Vorsicht, nicht reintreten. Ja. Jetzt gucken wir, was wir machen. Wir sprechen uns gleich ab. Sieht auf jeden Fall toll aus. Die Spangen haben die wirklich sehr sauber dran gemacht. Ich habe den Kindern jetzt Cocktails gemacht. Mit Blue Kakao. Wunderbar. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Okay, wenn es schmeckt, probiere ungefähr Wassermelone. Du hast eine Wassermelone gesehen. Celine wollte noch ein bisschen Grenadine rein. Deswegen sieht es bei ihr lila aus. Celine, hier hast du ein. Oh, Johnny, mein Schatz. Sei vorsichtig. Celine, nimm dir einen Deckel, Schatz. Nee, nee, hier gibt es keine Wassermelone. Gianni, dein Getränk sieht toll aus. Also ich muss sagen, es schmeckt wirklich wunderbar. Ja, Mäuschen. Ich habe jetzt hier ganz viel sauber gemacht, die Ecke. Die Toiletten. Die Kinder gucken sich hier an und trinken einen Cocktail nach dem anderen. Ich denke, dass wir jetzt auch demnächst nach Hause können. Und heute Abend geht es dann für mich hier weiter. Ich habe den Boden mal gewischt, da hinten die Ecke gewischt, Toiletten mit Hygienemittel, damit es auch sauber ist, wirklich sauber. Zu Hause wirst du. Also du guckst nach den Zähnen. Zähne richtig putzen, Schatz, gell? Gell. Nicht nur die Oberfläche. Du hast ja noch nichts gegessen, du hast schon geputzt. Tressi hat geschrieben, ich guck mal, was sie schreibt. Und gucken, was wir jetzt machen. Wir haben schnell alles geklärt. Werden mit Klaus zusammen zum Mittagessen. Patricia, Gianni, bleib hier stehen. Holt die Itzi von der Schule ab. Dann fährt sie nach Rheinheim. Und wir fahren jetzt nach Rheinheim. Schön warten, nicht laufen. Ich bin immer so übervorsichtig, was Straßen angeht. Bei alten Leuten müsst ihr sowieso. Okay. Celine, kommst du? Komm, Celine. Bei alten Leuten müsst ihr aufpassen, weil die manchmal Gas und Bremse verwechseln. Nicht rüberlaufen, wenn es grün ist. Ja, weil sie. Wenn man alt wird, macht der Körper das nicht mehr so mit. Die Motorik ist dann geschwächt. Durch den ganzen Medikamenten oder was auch immer. Ich schleppe jetzt eine Wassermelone mit mir, weil der Gianni Wassermelone essen will. Die ist so schön kühl. So, wir sind jetzt beim Gökhan in Tel Arsino. Ja, Schatz? Ich habe dich nicht verstanden, Schatz. Ach, das macht nichts. Aber die ist draußen, oder? Ah, das macht nichts. Die hat auch Hunger. Die will auch im Kühlen sein. Hey. Ja. Klausi kommt schon, ist unterwegs. Patricia ist auch unterwegs, es ist ziemlich warm. Nach dem Essen lege ich mich auf jeden Fall hin, weil ich heute sehr lang die Bar aufhabe. Sonst falle ich um. Und wie fühlt sich das an, Schatz? Gianni, das sagt man nicht. Dick. Fett im Geschäft. Warte, mach mal so. Guck mal. Nicht mit den Fingern dran. Wegen den Bakterien. Silber im Geschäft. Silber im Geschäft, genau. Warum bling, hast du keine bling. Pink genommen? Pink. Ich mach dann Pinke. Gib du auch einen Kussi? Baba. Ach, Gianni. Die Kinder haben ihr Essen bekommen. Klausi ist auch da. Aber Gianni, so groß kriegst du das doch gar nicht gegessen. Oh, sorry. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man ein bisschen klein macht.
Hast du gehört, was er gesagt hat? Nein. Du machst mich dreckig mit deiner Spucke. Du hast gesabbert, weil du Hunger hast. So, hallo Schatzi. So, ich habe dir mal eins jetzt gemacht. Ich kann es mal probieren. Vorsicht, ist heiß, ja? Vorsicht, da sind zwei Gabel dran und das ist dein Teller. Ah, oh, Klausi, du bist ein Schatz. Dankeschön. Lasst es euch schmecken. Heiß, ja. Ich pusten. Ne? Das macht deine Mama auch immer. Das schießt auch immer. Bei mir. Oder wie heißt das? Oh, Gianni. Genau, nicht mit dem Finger. Das ist ja erst mit ihrer Zahnstange. Oh Gott, die arme Tischte. Ja, ja. Ja, ganz da drauf. Also ich verstehe das auch nicht. Die Barina ist gut drauf. Die haben. Wir sind hier getrunken. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hey. Was? Musst du wieder ran jetzt, ja? Ja, ja. Ja, ja. Muss ich wieder ran. Suchst du es jetzt? Find ich nicht. Findest du nicht? Also Aceli hat auf jeden Fall noch Schatz, da. Ah, ja. Da ganz, warte mal, Schatz. Jo, das sieht man jetzt hier nicht, aber ganz da. Jetzt hat man es gerade gesehen. Dieses kleine Stückchen hier, was sich auch bewegt, hat sie schon an der Backe verletzt und tut weh, gell, Schatz? Mhm. Und wir sind bei Klausi in der Praxis und versuchen das jetzt wegzumachen. Mhm. Hallo, Schatz. Hey Leute, oh, ich war gestern so kaputt und so müde. Dann bin ich noch arbeiten gegangen. Aber heute geht es mir wirklich blendend. Ich bin topfit. Hab jetzt meine Einkäufe erledigt, da ich wirklich ganz gut Cocktails zubereiten kann. Habe ich ganz viele Cocktails verkauft und neue Zutaten gebraucht. Die habe ich jetzt alle gekauft. Fahre heute Caprio. Ich bin sehr gut drauf, sehr motiviert. Und gleich muss ich auch den Laden aufmachen. Aber vorher werde ich was essen. Gestern ab 20 Uhr bis 3 Uhr war der Laden gut besucht. Ja, ich bin glücklich, dass es so gut angekommen ist. Froh, dass ich das so gut kann. Ich muss mich mal loben. Warum nicht? Wenn mich keiner motiviert, motiviere ich mich selbst, oder? Und ab geht's. I'm the player that you're talking about. But do you really think that you can work it out? I guarantee you, shorty, it's real. Hallöchen, Leute. Es ist Sonntag. Sehr schönes Wetter. Sehr angenehm. Heute gehen wir es mal etwas ruhiger an. Wie schnell das alles hier unter Staub fällt. Was ist das für ein Tier? Oh mein Gott. Lebt. Das aussieht. Ja. Es staubt sich wirklich sehr schnell. Und ich habe das schon sehr oft sauber gemacht. Da sieht man vom Regen, wie das alles dreckig ist.
Ich glaube, auf Schwarz sieht man generell den Schmutz eher als wie auf helleren Sachen. Gut, hier drinnen geht's. Ist leicht kühl. Draußen ist es angenehm. Ich bin fertig mit den ganzen Vorbereitungen. Und gucken wir mal, wie es heute sein wird. Wie lange ich heute hier bin. Bis 1 Uhr haben wir ja auch. Alle Vorbereitungen sind erledigt. Guck mal, wie weit die Kohle ist. Ich habe mir eine Shisha gemacht. Wir haben heute gegrillt mit der Familie, haben gemeinsam gegessen. Patricia hat doch später Pizza gemacht für die Kinder. Die Kinder haben eher gespielt, als dass die da mitgrillen wollten. Bei uns im Innenhof. Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen im Wohnzimmer gesetzt und ich bin dann hierher gekommen. Alles da, alles gut und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao. Dankeschön, mein Schatz. Hallöchen, Leute. Wir sind mit Itzi unterwegs. Genau. Und ich hinten, vergesse mit denen da. Mit Baba. Und hinten habe ich ganz viel Eistee. Das Eistee, wird Eistee-Party. Eistee-Party. Gute Idee eigentlich, Eistee-Party. Können wir mal veranstalten. Ja, yeah. Gibst du nur was mit Eistee. Eistee. Genau. Eistee. Wir fahren jetzt zu Klausi und werden zum Mittag gemeinsam essen. Isel ist bei mir, weil die Patricia in Frankfurt ist. Mein Lehrgut ist auch noch dabei. Das bringe ich meinen Getränkehändler. Und später holt die Patricia die süße Isel ab. Jetzt gehen wir mal schön was essen, Schatz, gell? Mit Klausi. Mit Klausi. Baba, wo gehen wir essen? In Terrassino. Ah. Nee, du hast keinen Filter. Wir haben beide die gleiche Hautfarbe. Mhm. So der Vater, so die Tochter. Genau. Wir sind jetzt in Rheinheim angekommen, warten auf den Klausi. Nein, das ist nicht unser Auto. Das ist unser Auto. Aber das ist normal, das ist mir auch schon oft passiert. Sitzt an dem Auto. Ich glaube, der Gianni hat das auch mal gemacht. Komm, gehen wir zu dem Getränkhändler, bis der Klausi kommt. Gucken, was die so im Angebot haben. Der Klausi ist da. Wir essen jetzt zusammen. Ja. Das ist ja so wunderbar. Ja, endlich zusammen. Wir essen jetzt zusammen. Ja, ja, ja. Klausi hatte noch gestern Notiz, deswegen ist er eventuell müde, aber ist gut drauf. Das ist doch schon mal was. Ich habe mit Patricia telefoniert, sie holt dann die Itzi ab. Aha. Ja dann. Und Itzi und ich arbeiten, gell, Isel? Klausi arbeitet natürlich auch. Und wir bringen noch Leergut weg, Getränke weg. Wir können 43 hier endlich gefunden, gekauft. Gab's nämlich in Real die ganze Zeit nicht. Ach so. Gab's keine. Ich bin deswegen zweimal hingefahren, zweimal war Regal leer. Diesmal Chance ergriffen. Essen wir mal gemeinsam. Die Getränke sind abgegeben. Abgegeben. Und jetzt? Jetzt gibt es keine Getränke, Eistee-Party mehr. Aber eben habe ich noch gesagt, okay, Itzi, wir haben alles erledigt, Schatz. Ich habe gesagt, nee, noch nicht alles. Wir müssen noch zum Baumarkt, gell? Wir müssen zum Baumarkt. Ich muss noch Kabelkanal holen und Schwerlastträger für die Klimaanlage. Ich krieg nämlich endlich eine Klimaanlage in meinen Laden. Genau. Ab geht's zum Baumarkt. Gehen wir zur Toro. Ja. Wo müssen wir? Wir sind jetzt hier, um einen Schwerlastträger zu kaufen. Denn die Klimaanlage, die nach außen kommt, der Motor mit dem Ventilator, braucht einen Schwerlastträger.
Können wir gleich fragen. Das ist schon mal so die Richtung. Wir sind hier auf jeden Fall richtig, Itzi. Oh Gott. Hallo, meine... Oh, oh, oh. Einfach rüber. Okay. Hallo, meine Lieben. Wir sind jetzt schon... Jetzt gehe ich mal in eine Bastelecke. Ich hätte niemals gedacht, dass es in Turm so aussieht. Hier so ist es doch alles. Aber seht ihr das da hinten? Schaut euch das mal an. Und das ist Turm. Oh, wie schön. Süß. Oh, guck mal, wie schön das da oben aussieht. Okay, was ist das? Oh wow, guck mal. Hier gibt es schon schöne Sachen. Aber die Bastelecke ist eigentlich das. Zum Beispiel so eine kleine weiße Schitteste. Es gibt hier so viele schöne Sachen. Wir sind mit Itzi tatsächlich im Schwimmbad gelandet. Ich habe ihre Sachen da. Ich selber schwimme nicht. Hallo Itzi. Grüße dich. Und wie ist es, wenn man schwimmen kann? Yeah, yeah, yeah. Itzi kann ja seit Gran Canaria schwimmen. Tschüss. Und deswegen muss ich nicht ins Wasser. Ich wäre gerne ins Wasser. Ich habe nichts, hab nichts dabei, womit ich mich blicken kann im Schwimmbad. Ja. Gut. Heute wird einiges schnell gehen. Mit Patrizia habe ich eben telefoniert. Die Aceli hatte heute etwas länger Schule als sonst. Turnen. Ja. Ich finde das Wetter so angenehm. Es ist weder heiß noch kalt. Wenn die Sonne da ist, ist es schon warmer und schwitzt man auch ein bisschen. Die Itzi kann sich jetzt mal schön austoben. Itzi! Mein Schatz. Mit Itzi ist abgesprochen, wunderbar machst du das, dass sie nachher ihre Hausaufgaben macht, dann muss sie noch lesen. Wir haben quasi heute zusammen gearbeitet und dadurch hatte sie auch keine Zeit dafür. Muss auch zu ihrer Verteidigung sagen, dass sie gleich, als sie von der Schule kam, ihre Hausaufgabensachen rausgeholt hat. Nur mussten wir beide weiter und keine Zeit dafür gehabt. Patrizia weiß auch Bescheid, ist sie zu Hause, gleich Hausaufgaben. Das heißt, sie hat sich vorher ausgetobt und zu Hause ist sie dann mit ihrem Gedanken so weit, dass sie die Hausaufgaben machen kann. Ich glaube, ich kaufe jetzt eine Gummibär-Tüte. Itzi, mein Schatz. Isel? Willst du eine Süßigkeiten-Tüte? Willst du so eine Süßigkeiten-Tüte? Achtung, Achtung. Soll ich mich damit abtrocknen? Kannst du machen. Das ist ein dreckiger Winter. Willst du so eine Süßigkeit-Tüte, Schatz? Okay. Nach Nasenspray geht sie jetzt schon besser. Sie zieht ihre Nase nicht so, wie sie sonst ziehen würde. Kennt man schon? Ja. Hast du einen Filter? Nee, wir sind... Wieso? Wow, das sieht schon schön aus. Ehrlich? Ja. Das hast du schön gesagt. Wer, ich oder wir? Wir. Na, magst du Süßigkeiten? Ja, auf jeden Fall. Ja, die spielen damit, das ist schön. Komm. Okay. Mein Schatz. Ich glaube, es ist nicht so. Ich nehme die. Ich war meine Füße.
Das ist sehr tief, Schatz. Nicht, dass du da ertrinkst. Ja, genau. Ich trinke da. Such dir was aus, Schatz. Ja, ich habe mir was zum Trinken genommen. Ich habe das, glaube ich, noch nie getrunken. Alkoholfreie Weizen. Ja, habe ich alkoholfreies Weizen. Nur nicht von Schmucker. Jetzt bin ich gespannt, wie das schmecken wird. Itzi, wohin? Ja gut, Itzi, ich laufe hier lang, weil ich bin so was von angezogen. Bin so schwarz. So schwarz. Ich bin so groß. Guck mal, Itzi, wie groß Mama ist. Itzi, als ich so alt war wie du, war ich immer da oben. Lag ich da oben. Ja? Ich ging hier auch in den Schwimmbad, als ich 8 war. Mein Gott, ist das lange her. Ja, ich war auch mal 8. Echt? Ja, ich habe oft Wespen an mir. Nicht, weil ich so schön dufte, vielleicht, weil ich schön dufte. Nein, weil ich keine Angst vor denen habe. Die kommen. Ja. Laufen um mich, fliegen um mich. Das ist voll lecker. Aber da ich nicht so aggressiv bin, bleiben die auch. Hast du es weggeschmissen? Nein, ich hab's vergessen. Ach so, ich schätze nämlich auch. Ja, es schmeckt echt wie Kaugummi. Lassen die mich nur, die stechen mich nicht. Natürlich wurde ich auch oft gestochen, aber naja. Wer wurde schon nicht gestochen von einer Wespe? Es ist total leicht, überhaupt nicht herb, auch nicht so streng an Geschmack, erfrischend leicht. Es ist sehr leicht. Ich muss sagen, es schmeckt ganz gut. Schmeckt ganz gut, Schatz. Ja, es drückt nicht, wenn man trinkt. Drückt es manchmal? Ja, wenn es so herb ist, so stark ist schon, aber das ist nicht so stark. Ist angenehm. Was haben wir? Wir sind fertig mit Schwimmen und gehen jetzt zum Handybar. Patrizia wird dann jetzt auch zu uns stoßen. Was ist das? Was denn? Das da oben. Keine Ahnung, was das für ein Baum ist. Ja, so. Kind glücklich gemacht. Ist geschwommen. Hat Bonbons bekommen. Ist gerutscht. Hoppla. Also ich hätte schlafen können. Bei dem Wetter hinlegen, schlafen. Kelly, Baba war müde. Tja. Eieiei. Familie und Arbeit unter einem Dach kriegen. So ist das nun mal. Leergut wegbringen, einkaufen. Tschüss. Und dann wieder arbeiten gehen. Na, komm raus. Weiter, weiter, weiter. Ja, so zierlich wie du bist schon. Zierlich? Du bist zierlich. So dünn. Wird schön, mein Schatz. Du sollst auch nicht abnehmen, mein Schatz.
Jellys Bauch ist irgendwie ein bisschen voll süß, gell? Junge, mit so einem Riesenbauch, der hat so, guck. Puh. Mhm. Ja, los, alles okay. Hallöchen, Leute. Ja, heute ist ein sehr schönes Wetter. Ich gehe jetzt schnell einkaufen. Dann bin ich mit den Kindern ins Schwimmbad und heute Abend bin ich dann im Laden. Da kommt ein Freund, macht mir die restlichen Sachen fertig, die noch zu machen sind. Und dann bin ich fertig. Samstag kommt die Klimaanlage rein. Dann ist es im Laden auch nicht mehr so warm. Und ja, bis dann wieder was kaputt geht, wieder was Neues ist, ist der Laden, sag ich mal, in Anführungsstrichen, fertig. Ich freue mich. Bis später. Ich bin fertig mit dem Einkauf, bin jetzt ins Schwimmbad angekommen. Ich muss sagen, bei dem Wetter ist Schwimmbad, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Es ist sehr warm. Ich freue mich. Ich habe ein bisschen Käse, Baguette, Wassermelone gekauft. Ich freue mich jetzt, da reingehen zu dürfen. Ich bin jetzt fertig mit Schwimmbad. Hab mich schnell umgezogen. Patricia ist noch mit den Kindern ins Schwimmbad. Wir haben Wassermelone gegessen. Ja, so ein bisschen Baguette, Käse hatte ich noch gekauft, haben wir auch gegessen. Das hat geschossen. Ja, gut. Es ist heute sehr warm. Patricia meinte, es ist heißester Tag, aber naja. Vielleicht waren wir im Wasser und deswegen fühlt sich das kühl an, aber es ist schon sehr heiß. Oh, hier ist es schön kühl. Wow, hier im Auto ist es wirklich warm. Kleiner Moment. Yeah. Ab geht's auf die Arbeit. Hallöchen, Leute. Wir sind unterwegs mit der Familie. Patricia ist da vorne. Celine hat den Gutschein bekommen zu ihrem Geburtstag. Metro ist auch hier gleich in der Nähe. Da werden sich hingehen, ich brauche was für die Bar und hier können wir gemeinsam was essen und das, was Patricia braucht oder Celine mit ihrem Gutschein anfangen kann, erledigen wir jetzt hier. Heute ist Freitag, das heißt, wird einiges los sein. Yo Johnny, yo Celine, yo Hübsche. Schatz, Finger raus aus dem Mund. Achso, ja, Zucker, gell? Deswegen. Oh, das sieht gut aus. Ja. Mhm. Macht nichts, Schatz, kannst du waschen. Schatz, wollen wir oben was essen? Das wäre echt cool. Schön langsam. Kommt noch 30 Euro. Weg damit. Weg damit. Bring das zurück, Schatz. Komm dann bitte zu uns, ja? Challenge. Jenny ist weg. Richtig. Du hast ihn gelassen. Ja. Aua. Thank you.
Jenny kommt ins Kinderland und ich gehe mit den anderen was essen. Nicht nur der Jenny. Wer will da auch hin? Sally. Ich hab Hunger. Wow, was ist das? Ja, das ist kaputt. Lisel, willst du auch rein? Warum nicht? Geh spielen. Den hättest du gern gekauft? Ja. Ich finde ihn auch gar nicht so teuer. Für eine große Familie ist das optimal. Geht, Schatz, 1.300 Euro. Für so ein riesen Gerät nicht mehr. Guck mal, was? Guck mal. Denselben haben wir, den Grill. Ja. Aber jetzt haben wir John. Kommt das einmal auf. Und sowas haben wir auch, okay? Eigentlich nicht. Das haben wir, Baba. Das haben wir, das stimmt, ja. Aber wir wollen nicht mehr keinen kaufen. Nein. Keine kaufen. Wir brauchen das nächste noch eins. Das haben wir, gell? So was haben wir auch, ja. Das sieht ja voll sauber aus. Der sieht total schön sauber aus, richtig. Ich mach sie wieder zu. Super, John. So ein toller Junge. Super, John. Schön rot. Komm, gehen wir zu Mama. Was macht der Jan? Rennt direkt zum Grill. Mella. Grillen, grillen, grillen. Ja, die Achille hat ihren Zahnspange bekommen und es tut nicht mehr so wie früher. Hast du dich jetzt dran gewöhnt? Oh Gott sei Dank. Nee, ja, noch nicht mal mehr was. Echt? Ist taub geworden? Ja. Hier haben die das total geändert, oben das Restaurant. Ist total schön geworden. Hey, hey, hey. Voll schön, Schatz. Wir sind eine Runde gelaufen. Da ist auch so eine Sitzecke. Gell? Glaube ich dir. Unbequem, oder? Nein, da kommt du zu uns. Ich könnte dich an das Wiedergesicht sehen. Wow. Lasst es euch schmecken. Jetzt nimm dir eine Gabel und iss mit mir, Schatz. Sieht toll aus. Wow. Süß. Itzi, hier ist mein Teller. Ich nehme dir eine Gabel. Wir essen zusammen, Schatz. Mama, guck mal, Mama, ist mir ausgesucht. Ein Esel. und ich habe keine Beine. Kopf hoch. Und sag Peace. Okay. Hey. Wir sind fertig mit dem Essen. Und Schatz, gehen wir jetzt ins Auto und verbringen einsame Stunden. Was? Können wir auch zu Hause machen, gell? Wedern noch. Gianni? Danke auch, tschüss. Vorsicht, Gian. Sind das Zwillinge? Zwillinge? Nee. Alle zwei Jahre. Echt? Ja. Vier. Alle zwei. Tschüss. Sie hat gefragt, ob das Zwillinge sind. Ich habe gesagt, nein. Ja. Ich glaube, die Sachen für die Bar ist auch hier auf der Ebene, gell? Auf der anderen Seite. Kann das sein? Dann muss ich zu meinem Steuerberater, nämlich. Hier. Die sind aber auch zu klein, Schatzi, weil noch Eiswürfel und so reinkommt. Genau, die sind noch zu. Ich brauche die Eimer. Mama ist da vorne links. Wo links? Hier links.
Ich trage dich, Gianni. Ich verwöhne dich. Ich versaue deine Erziehung. Komm. Der Sohnemann wird getragen. Ja. Ja, Schatz? Unser Urlaub? Das ist teurer als unser Urlaub, Schatz. Was? Also unser Urlaub war teurer als das da. Und da kommt dann auch von Köln, ne? Jupp. Gianni, ich liebe dich. Aber wirklich. Sind jeden Tag da drin, ne? Komm, Gianni. Kinder sind noch Karussell gefahren und Selin und Isabella geht mit mir. Wir fahren und von da aus fahre ich dann weiter. War sehr schön mit den Kindern und Patricia. Vorsicht, Kinder, wartet bitte. Warte, Isel. So, jetzt könnt ihr rüber. So, mein Lieben, ich bin jetzt bei mir im Laden. Ich habe alle Vorbereitungen schon hinter mir. Und morgen, jetzt am Samstag, wird auch die Klimaanlage eingebaut. Er war auch schon da. Ja, das war's dann heute von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao, ciao. Hallöchen. Wie vorhin gesagt, ist heute Samstag und die Klimaanlage ist eingebaut. Tada! Es ist so schön kühl hier. Ich habe vorhin die Toiletten sauber gemacht. Da war eine Hitze drin. Man merkt richtig den Unterschied. Es bläst ein bisschen zu viel. Wenn man hier sitzt, friert man. Das heißt, ich mache den Flügel noch ein bisschen höher und weniger Wind. Dann müsste es klappen. Und hier drin ist es wunderbar kühl. Die Klimaanlage ist wirklich ein unglaubliches Hightech-Teil, mein lieber Mann. Nur ich mache es mal jetzt ein bisschen wärmer. Auf 23. Der hat da oben noch so einen Zahn und weniger Wind. Das reicht. Und das Teil mache ich wie hoch? Eco hat es auch. Hoch, hoch, hoch. Sorry. Gut, mehr geht's nicht. Nein. Und weniger kalt. So. Fertig. Gott sei Dank. Es ist richtig angenehm hier drin. Wunderbar. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.